Hi Leute, heute zeigen wir euch mal, wie man ganz schnell und einfach den Look von einer Lochkamera nachbauen kann. Das Fotografieren mit einer Lochkamera ist ja so fast die älteste Möglichkeit, ein Foto oder die Zeit halt festzuhalten. Früher auf Platten, heutzutage auf Film oder auf dem Sensor. Und um diesen Look von so einer Lochkamera hinzubekommen, heute an digitalen Spiegelreflexkameras, zeigen wir euch heute mal einen Do-it-yourself-Tipp, wie das ganz einfach funktioniert. Denn so eine Lochkamera hat weder Linsen noch Objektive, sondern einfach nur ein dunkler Kasten ursprünglich gewesen mit einem ganz kleinen Loch vorne drin, wo das Licht dann auf die Fläche, die dann den Film, das Foto festhalten soll, raufkommt und damit das Foto dann fixiert wird. Das geht auch ganz einfach mit einer Spiegelreflexkamera oder mit einer Systemkamera. Was ihr dazu braucht, zeigen wir euch jetzt. Kameradeckel, Lineal, Bleistift, Bohrmaschine mit Bohrer, Alufolie, Tesafilm, Schere, Nadel oder Reißzwecke und eure Kamera. Ihr seht also, so viel ist es gar nicht, was man dazu braucht. Das Wichtigste ist halt der Kameradeckel, der liegt ja bei jedem Kauf einer Kamera mit dabei. Man kann das Ganze auch kaufen, da gibt es dann so eine Vorsätze für die Kamera, die man mit dem Bajonettverschluss dann da so raufstecken kann. Die kosten so um die 40 Euro, kann man sich wirklich sparen, denn man hat ja alles schon dabei. Kameradeckel und ein bisschen was, was man zu Hause im Haushalt hat und sich das ganz einfach nachbauen. Als erstes nehmen wir uns den Kameradeckel und zeichnen uns die Mitte an. Dazu brauchen wir Lineal und Bleistift und machen uns da quasi eine Markierung, wo wir dann später mit der Bohrmaschine das Loch bohren. Denn es soll ja der Look einer Lochkamera entstehen. Okay. Das ist jetzt die einfachste Methode, sich da mal so schnell die Mitte zu markieren, ohne da jetzt großartig mit irgendwelchen Kreis- oder Durchmesserberechnungen die Mitte zu finden. Ihr seht, Mitte ist markiert und da bohren wir jetzt ein Loch rein. Das geht mit einer Bohrmaschine. Wir haben hier so einen Akkuschrauber. Da ist jetzt ein 3 mm Bohrer drin, kann auch ein bisschen kleiner sein. Viel größer sollte er aber nicht sein. Okay, fang an. Ja, jetzt entferne ich noch ein bisschen die Späne, die so beim Bohren entstanden sind. Wenn es ein scharfer Bohrer ist, entsteht auch so gut wie gar kein Grat bei dem Plaste. Wenn doch ein leichter Grat entsteht, den dann einfach ein bisschen entfernen. Da reicht es manchmal wirklich mit dem Finger so ein bisschen drüber zu wischen. Wichtig ist wirklich auch innen die Späne zu entfernen, denn wenn wir den Deckel später auf die Kamera setzen, sollte da halt kein Dreck in die Kamera kommen. Das ist also das Loch, was wir gebohrt haben. Hier wird dann das Licht auf den Sensor fallen. Schaut nochmal, genau, okay. Und im Prinzip könnten wir jetzt schon fotografieren, denn das Licht kommt ja rein. Jetzt ist es aber so, dass das Loch eigentlich noch ein bisschen zu groß ist, aber selbst mit einem noch kleineren Bohrer oder wenn es ein 1 mm Bohrer ist, wäre es noch ein bisschen zu groß. Licht würde schon raufkommen, wir könnten auch fotografieren, aber es wäre recht unscharf. Es wäre total matsch und weich, denn je kleiner das Loch ist, umso schärfer wird das Bild. Kommt natürlich auch weniger Licht rein, von daher muss man dann auch mit der Belichtungszeit ein bisschen schauen, aber jetzt würde es funktionieren, wäre halt nur recht unscharf. Um jetzt noch mehr Schärfe ins Bild zu bekommen, kommen wir zum nächsten Schritt und zwar werden wir von innen einfach ein Stück Alufolie kleben, das dann mit dem Klebeband fixieren und in dieser Alufolie ein ganz, ganz kleines Loch mit der Nadel oder Reißzwecke stechen, wo dann halt das Licht durchkommt und somit auch noch ein bisschen mehr Schärfe ins Bild zu bekommen. Alufolie hat jeder zu Hause. Ich nehme da mal einfach hier so ein Stück raus. Das ist so ein kleines Quadrat, 2x2 cm reicht da schon. Leg es hier rauf. Dann fixieren wir das Ganze mit Klebeband oder Tesafilm. Ich mache das mal ganz unschön mit den Zähnen. Kann man natürlich auch mit einer Schere machen. Legen das hier rüber. Fixieren das
auch an den Rändern. Warum Alufolie? Einfach deshalb, weil wenn man vielleicht Gaffer oder so nimmt, wo ja Gewebe mit drin ist, dann kann es passieren, dass es beim Einstechen mit der Nadel einfach ausfranst. Also das Gewebe und so, was da an dem Klebeband ist oder andere Sachen, können halt ausfransen und würden kein schönes Loch bringen. So sieht's aus, Alufolie ist fixiert und jetzt von außen sieht es dann halt so aus, können wir mit der Reißzwecke oder einer anderen Nadel ein ganz kleines Loch reinstechen, wo dann später das Licht durchfällt. Möglichst mittig und nicht zu groß. Okay. Ich weiß gar nicht, ob man es sehen kann. Es ist wirklich ganz klein. Man kann so dann ein bisschen rumexperimentieren. Ich fange einfach mal mit der Größe an. Ist wirklich bloß wie, also noch kleiner als ein Stecknadelkopf. Hier kommt dann das Licht rein und wird dann auch ein relativ scharfes Bild an den Sensor bringen. Und somit hat man den Look von einer Lochkamera. Das ist jetzt unser präparierter Kameradeckel. Den schrauben wir einfach rauf. Ich gehe gleich mal raus, mache ein paar Beispielbilder. Wir blenden die dann im Video mit ein. Wichtig wirklich, je kleiner das Loch, umso schärfer wird auch das Bild, aber umso dunkler wird es auch. Also die Belichtungszeit dann verlängern, da bietet sich, weil das kann manchmal wirklich in den halben Sekunden- oder Sekundenbereich sein, je nachdem wie viel Licht man hat. Dann ruhig ein Stativ nehmen. Früher, klar, bei den Lochkameras, die waren nicht nur schwer und musste deswegen auf dem Stativ gestellt werden, die Kamera, sondern einfach auch wegen den längeren Belichtungszeiten. Schraubt ruhig die ISO hoch. Die Schärfe ist natürlich nicht mit dem heutigen Objektiven zu vergleichen, aber es hat trotzdem, wie ihr dann auch an den Beispielbildern sehen wird, eine Menge Charme, mit so einem selbstgebauten Lochkameradeckel Fotos zu machen. Das war unser Do-it-yourself-Tipp zum Lochkamera-Look. Probiert es doch auch einfach mal aus und schickt uns eure Bilder, die ihr damit mitgemacht habt, einfach an gigafoto@giga.de zu mit dem Betreff Lochkamera. Nicht größer als 1 MB. Schreibt ein bisschen was dazu. Vielleicht habt ihr noch rumexperimentiert beim Basteln oder euch ist was aufgefallen, wie es noch einfacher funktioniert. Und wir werden die Bilder dann mit den Artikel, der Link dazu unten in der Videobeschreibung, einfügen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt den Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal, der Button, der ist hier unten gleich. An den Seiten seht ihr die Links zu den anderen Giga-Kanälen. Ja, bis zum nächsten Mal.